Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier bei Verspielt Gaming mit Herz und einem weiteren Teil mit Dark Messiah of Might and Magic. Und ich begrüße euch alle zurück aus der kleinen Zwangspause, die ich hier eingelegt habe. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Wir haben ja beim letzten Mal hier aufgehört. Ich habe mich ja aus diesem komischen Ork-Gefängnis hier befreit. Und werde jetzt wahrscheinlich, wenn ich so richtig informiert bin, hier mit Hilfe meines Bogens, meines Pfeilbogens, mich hier aus dieser Mine, ich denke mal, das ist ja eher eine Mine, werde ich mich jetzt hier mal retten. Ah, da kann ich drauf. Wie war es manchmal, warum konnte ich gerade den Pfeil mitnehmen? Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie lang die Zwangspause jetzt hier war. Das weiß ich zum, müssen wir dann mal sehen. Also das Seil nicht lang genug, ne? Das ist ja auch super. Das müssen wir dann mal sehen. Oh, nicht runterfallen, Philipp. Das wäre richtig doof. Habe ich jetzt was verpasst? Wieso kann ich denn da nicht... ich weiß jetzt wie gesagt nicht, wie lange die Zwangspause hier war, aber ich hoffe, sie war nicht allzu lang. Ich hoffe, ihr hattet, konntet ein bisschen was anderes mal machen, andere YouTube-Kanäle hier euch angucken. Gibt ja genug gute YouTube-Kanäle, es gibt ja nicht nur mich. Also, im Gegenteil, gibt ja wahrscheinlich sehr viel mehr gute YouTube-Kanäle als mich. Endlich. So. Wir sind diese Orks los. Yeah. Und keinen Moment zu früh. Wir müssen etwas gegen diesen Ort hier unternehmen, sobald du die Macht hast. Wie gegen diesen Ort hier unternehmen? Wir haben doch... Natürlich, mein Prinz. Achso, wir haben ja erfahren, dass wir die Dämonen, der Dämonen-Dings sind. Hier, der Dämonen, Tybi, ja, der Mann der Dämonen. Und ein Leichnam, ein Ork. Ich habe erst gedacht, eine verbrannte Leiche. Aber gut. Und wir müssen was gegen diesen Ort hier unternehmen. Naja, das können wir doch machen. So, wo geht's hier? Oh, Spinnen. Spinnen! Es fängt richtig gut an. Es sind Spinnen. Spinnen können nichts gegen Circle Straving ausrichten. Oh. Yep. Da sind sie. What the fuck? Wo ist die andere? Oh, das sind wieder zwei. Wie gesagt, ich habe in der Zeit jetzt wahrscheinlich ein bisschen Pause, ein bisschen mal die Zeit genutzt, auch mal mal andere Dinge zu machen, mal zu arbeiten. Wir müssen ja Geld verdienen. Man muss ja hier Geld verdienen. Das ist ja die Krux bei mir. Generell die Krux bei jedem Freiberufler. Wenn man nicht arbeitet, verdient man kein Geld. Das bedeutet, wir haben die Wahl. Entweder wir arbeiten oder wir haben frei. Also entweder wir verdienen Geld oder wir haben frei. In der Zeit, wo ich halt zum Beispiel die Videos aufnehme, ne, da arbeitet man halt nicht und verdient kein Geld. Aber irgendwie muss man ja doch die Miete zahlen. Und das ist halt dann ein bisschen doof. So, was willst du jetzt hier noch von mir? Oh, ich hasse Spinnen. Schreibt mir doch mal einen Kommentar, das wollte ich schon bei den anderen, bei den vorigen Teilen wissen. Was heißt denn eure Phobien? Also ich habe gesagt, Spinninsekten generell, nicht nur Spinnen. Insekten generell sind Phobien von mir. Da ist halt wirklich, da gibt's halt wirklich nichts, was ich mehr hasse. Als komische Insekten. So, haben wir es jetzt leid. Och, Mensch. Ach, der haut schon ab. Aber die, aber die sind hier, wie gesagt, jetzt gegen mein Circle Straving können sie nichts ausrichten. Da sind sie machtlos. Weil sie zu dumm sind. Ich weiß nicht, sind Spinnen intelligente Tiere? Schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Sind Spinnen intelligente Tiere generell? So, ich muss doch hier bestimmt irgendwas mit diesem Rambock machen, oder was ist das? Nee, kann ich hier nichts machen, ne? Wahrscheinlich. Egal. So. Läuft mir hier noch irgendwas hinterher? Nee.
Nur meine Geräusche auf diesem ekligen Spinnenzeug. Hier, die haben es richtig schlecht getroffen, ne? Die Kollegen hier. Die haben es richtig hart, die hat es richtig hart erwischt. They got it hard. Och, noch mehr. Sag mal, warum können wir denn nicht einfach mal... Können wir denn einfach nicht... Was ist denn... Das ist denn an Orks so schlecht? So. Ekelhafte Spinnen, ey. Ich hoffe, wir kommen nicht noch zur Spinnenmutti. Ich weiß es nämlich. Ich glaube aber jetzt... Das sieht ganz so aus, als würden wir jetzt zur Spinnenmutti kommen. Na, das ist ja richtig gut. Ach nee, wir sind jetzt hier oben. Hier habe ich den Zyklopen platt gemacht. Ja, ja, da unten liegt irgendwo der tote Zyklop. Den habe ich platt gemacht. Sehr, sehr interessant. Liegt der da noch? Kann man den noch irgendwo erkennen? Nö, anscheinend nicht. Na egal, gut, wir haben die Orks hinter uns gelassen. Wir haben jetzt hoffentlich die Spinnen auch hinter uns gelassen. Aber das sieht alles nicht so aus, als ob wir die Spinnen hinter uns gelassen haben. Was ist das hier eigentlich? Sieht aus wie so Belagerungsmaschinen. Was ist hier kaputt? Oh, das ist der Ausgang. Sehr gut. Ausgänge sind sehr gut. Das bedeutet keine Spinnen mehr. Hoffentlich. Ich hoffe, wir sind jetzt durch mit Spinnen. Ich will nicht mehr Spinnen. Wir waren im Spinnentempel, verdammte Scheiße. Okay. Alles gut, ich hätte nicht fluchen sollen. Ach, das kenne ich. Das ist das Demo-Level. Also es gab eine... Kinder, erinnert euch an die Zeit, wo es Demos gab von Spielen? Das ist das Demo-Level von Darkness High of Might and Magic. Das habe ich damals rauf und runter gespielt, weil es so viele verschiedene Möglichkeiten gab, die Gegner zu töten. Ich tötete sie meistens ja nur mit Schwert und Schild, aber damals hatte man dann einen relativ coolen Build hier gekriegt für die Demo, wo der konnte alles Mögliche. Der hatte alle möglichen Zaubersprüche drauf. Also zu dem Zeitpunkt hat man ja auch alle möglichen Zaubersprüche drauf, aber oh, ein Goblin. Siehst du mich? Ach Mensch, auf Steine zu werfen! Holst du jetzt deine Freunde oder was? Oh, Feuer! Ach ja, richtig! Das war ja richtig super, wenn man... Nein, mein Freund. Ja, ich wollte gerade sagen, du brennst mal schön. Bam. So. Das stimmt, wenn man hier... Da könnte man ja Feuerpfeile machen. Wie gut ist das denn, bitteschön? Ja, wie gesagt, das hier war das Demo-Level. Und da kann ich mich noch richtig dran erinnern, als ich die ersten Videos zu diesem Spiel gesehen hatte, da hatte einer so Eis auf den Boden gepackt. Also so, man kann hier die Schriftrolle des Einfrierens... Da kann man dann Eis auf den Boden packen und dann ist dann der Ork drauf ausgerutscht und das war so gut, das war so lustig, wirklich, ohne Spaß. Ich hab da so gedacht, Mensch, das ist ja das geilste Spiel der Welt. Apropos, hier. Die reden immer nur über das Essen. Kann das sein? Sorry, dass ich die Unterhaltung unterbrochen habe. Ich habe die Unterhaltung mit meinem Pfeil durchschnitten. Ey, mein Freund. Hör auf, Steine zu werfen. Ey, das tut sogar weh, wenn der einen Stein wirft. Hihihi, kommen noch mehr? Bitte lass noch mehr kommen. What the fuck, was ist hier passiert? Warum? Oh Gott, die haben ja wirklich gar nichts drauf, die Kollegen. Nö, die haben gar nichts drauf. Die haben gar nichts drauf. Das ist alles. Die können nichts hier. Oh, das war aber wirklich hier die Goblin-Höhle, habe ich so ein Gefühl, ne? Hier haben die Goblins gewohnt, geräucherte Schinken. Ah, ich hab volle Health. Das heißt, brauche ich nicht. Was ist hier drin? Eine Truhe. Gekochte Rippchen. Oh, hier haben sie fett Schattenstahldolche. Ah, die kann ich noch nicht nutzen. Schade. Aber die sind bestimmt gut, ne? Schaden plus 6. Was machen wir mit Blitzdolche? Schaden plus 4. Ausweite Chris. Boah, fett. Plattenpanzer kann ich ja benutzen. Aber wie gesagt... Oh. Da kam... Der fragt sich, was ist denn hier passiert? Zeit zu sterben, Mensch. Oh, wo kommst du denn her? Ja.
Wo kommt ihr denn alle her? Mensch, was ist denn hier los? Oh, oh, oh. Ja, wie gesagt, die Goblins in der... Oh. Die Goblins in der Macht sollte man nicht unterschätzen. Oh, habe ich ihn ins Feuer geschlagen. Hehe, hehe. Ja, Feurio, oh. Aber das lohnt sich hier wirklich. Also dieser Plattenpanzer, den ich habe, der lohnt sich wirklich. Also der macht ja wirklich richtig, richtig viel Rüstung. Also früher, also wenn ihr euch drinne... Oh. Wow! Habe ich den in der Mitte zerteilt? Ich habe den in der Mitte zerteilt. What the fuck? Ich habe den... Bleib stehen! Yeah! Und bam! Tja, mein Freund. Das hätte, oh, sag mal, wie viele sind denn hier? Und dieses Ding, was ich hier habe, dieses, dieses Naga-Seitenschwert. Ups, also dieses Katana auf gut Deutsch. Hat er gerade gepfeift? Gepfiffen? Hat er gerade gepfiffen? Das sah er. Ich bringe hier die Leute um. So, dann können wir jetzt wieder uns die Mahlzeiten wieder einverleiben. Ach, ist das schön. Ein paar geräucherte Rippchen hier. Nee, gekochte Rippchen. Einige vor allem. Sag mal! Oh Gott, ist das schlecht. So, wie viele von den Goblins gibt's denn hier? Hat die einer eine Goblin-Truhe aufgemacht? Hier sind ja noch mehr. Da ist auch noch, ich hab da gerade eben Schmutzfuß gesehen. Zwei! Zwei auf einen Streich? Boah, tapferes Schneiderlein hier. Ne, der hatte sieben auf einen Streich. In der Luft, mein Freund. Keine Chance. Keine Chance. So, genug jetzt hier rumgeblödelt mit den Goblins. Wir müssen jetzt hier mal langsam weiter. Geht's hier weiter oder ist hier nur eine weitere Sackgasse? Das sieht aus wie eine, als hier würde es hier bestimmt weitergehen. Genau, da müssen wir dann weiter. Aber wir können ja hier weiter uns erstmal umgucken. Ne? Wir sind ja... Wir können ja hier erstmal alles so, was die Goblins hier so gebaut haben, uns mal angucken. Das sieht aus wie eine versteckte Wand. Das heißt, da müssen wir irgendeinen Schalter drücken. Das, also, wenn wir eins von Dark Souls gelernt haben, dass versteckte Wände genau so aussehen. Dumme Goblins! Wir stampfen über Pinselgesichter von Goblins! Und deshalb stehe ich immer auf und wieder und setze mich wieder und stehe wieder auf und setze mich wieder. Wissen, warum Goblins Urok einsperren? Du Uroks Frischling! Also, das muss man ja den Orks lassen. Ne? Eingesperrt, aber trotzdem noch Drohungen aussprechen. Ja, mein Freund. You going down, ne? Oh, geht nicht, okay. Was das? Was das? Das war ein Pfeil. Vorel, wie geht das hier auf? Ich will dich auch. Ah, kann ich das? Muss ich das kaputt machen, oder was? Ah, das kann ich benutzen. Oder? Boah. Nee. Was machst denn du? Naja, egal. Hm, egal. So. Mana-Trank, Knoblauch, Banane. Was ist hier? Das ist Wasser. Gut, da springen wir dann auch noch rein. Hier gibt's nix. Das sieht aus wie eine Truhe, aber war keine. Egal. So. Hier oben gibt's da noch irgendwelche Sachen. Was ist das? Kann ich drehen. Was habe ich jetzt damit gekonnt? Oh, kam was runter. Was ist da drin? Mhm, interessant. Was habe ich damit gekonnt? Das ist doch nur... Hä? Habe ich damit irgendwas gekonnt? Muss ich mich da draufstellen und dann wieder das Ding wieder drehen oder was? Och Leute, das ist mir alles zu kompliziert hier. Oh, geräucherter Schinken. Das ist sicher die Räucherecke. Sehr schön. So, Hackmesser, genau, das gehörte ihm hier. Kollege Schnürschuh. Sag mal, gibt es hier irgendwo einen Hebel, den man ziehen kann? Ja, komm, wir befreien dich mal. So, haust du mir jetzt aufs Maul? Geräusch komisch. Steh oder stirb. Okay, alles klar, du haust mir wirklich aufs Maul. Sag mal, du bist doch bescheuert. Ich hab dich gerade rausgelassen. Ja, netter... Ich hab ihn totgetreten. Er war so geschwächt, ich hab ihn totgetreten. So, und jetzt? Na, egal. Gut, wir gehen nochmal wieder da hoch. Weil hier gibt's Wasser, also wir können nach unten und nach oben.
Das ist sehr interessant. Kann ich das wieder drehen? Nee, kann ich nicht drehen. Warum kam das jetzt nach unten, dieses komische Ding hier? Habe ich da irgendwas gekonnt? Da geht's zum Beispiel... Ach so, okay, alles klar. Philipp hat's gerallt, deswegen. Müssen wir da sogar weiter? Am Ende müssen wir da sogar weiter. Ich kletter mal ganz nach oben. Mal schauen, was es da oben gibt. Okay. Können wir ja mal schauen. Gibt's da oben irgendwas? Nee, da oben gibt's nur Fledermäuse. Ist Batman wieder hier. Wasser, Wasser, bomb, bomb. Nö, hier oben, da oben gibt's bestimmt was, aber nee, das... Sag mal, warum, was ist das hier? Warum wackelt das hier immer die ganze Zeit? Das gefällt mir gar nicht. So, hier unten war doch irgendwas, wo man hin konnte, genau. Müssen wir hier sogar weiter? Ich glaube, wir müssen hier sogar weiter, ne? Oder gibt's hier oben irgendwas, was wir... Diesen schlecht. Also, das ist wirklich. Also, die God Rays hier, diese Lightbeams, die sehen wirklich hässlich aus. Okay, ich muss mal. Nee. Ich meinte, ich muss mein Schild mit ausrüsten. Okay, geht's raus. Nee, da raus will ich nicht. Nö, raus will ich noch nicht. Nö. Ich will dahin dann. Nö, gut, dann machen wir das erstmal noch nicht. Dann gehen wir erstmal. Aua, das hat wehgetan. Naja, egal. Hab mich gleich sofort wieder geheilt. Sehr, sehr gut. So, dann springen wir mal hier ins Wasser. Wasser, Wasser. Was ist hier? Was haben wir hier gekonnt? Kann ich hier meinen Bogen benutzen? Ne. Ist hier irgend sowas, wo ich... Hä? Hätte ich mich da langschleichen können? Wartet mal. Moment, hätte ich mich dann... Aber da komme ich doch nicht mehr raus. Das war keine gute Idee von mir. Ach doch, hier. Ich hätte mich also an denen vorbeischleichen können. Sehr, sehr interessant. Sag mal. Ja, dazu muss er aber auch noch umgehen. Okay, macht er nicht. Ja! Wir scheitern an sowas hier? Okay, ich muss wahrscheinlich immer so ein bisschen nach unten blicken. Damit er... Okay, ich hab's geschnallt. Gut, alles klar. Ja, dann hätte ich mich an denen vorbeischleichen können. Weil ich hätte hier quasi... Wo ist das Wasser, wo man reinspringen kann? Ist das hier? Ja, hätte ich mich vorbeischleichen können. Interessant. Gut, haben wir das auch geklärt. Gut, dann gehen wir wieder nach oben. Es tut mir leid, liebe Freunde. Wie gesagt, es ist lange her. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich das gespielt habe. Sag mal, was poltert denn hier immer die ganze Zeit? Ich wette, das ist ein großes, böses Monster, was ich dann noch besiegen muss. Was hier so poltert. Na gut, dann gehen wir hier weiter raus. Ach nein, Quatsch. Quatsch mit Soße. Hier ging's doch weiter. Quatsch mit Soße. Hier geht's weiter. Oder? Geht's hier überhaupt weiter? Ja, so viel dazu. Okay, nee, ich glaube, dann ging's hier gar nicht weiter. Nee. Da komme ich her. Genau. Nee, da müssen wir doch da lang. Schade. Okay. Gut. Haben wir das auch geklärt. So, wir haben alle Goblins umgebracht. Mensch, ein produktiver Tag heute. Sehr, sehr produktiv. Goblins töten. Die edelste aller Ritterstaten. Goblins töten. Warum müssen eigentlich Goblins immer so... Also, ich mag ja eigentlich... Deshalb, zum Beispiel, deshalb mag ich die Souls-Spiele. Natürlich gibt es da auch so... Natürlich gibt es da Ritter und Drachen und allen so ein Kram. Aber da gibt es jetzt nicht so den Ork. Ja, so, oder den Goblin, oder, also zumindest fällt mir jetzt nichts, es gibt Untote, ja, es gibt auch Zombies und alles sowas, aber es gibt jetzt nicht so den Ork und den Elfen und das ist alles ein bisschen vermischter, ein bisschen weniger Klischee, ja, was mir persönlich ja sehr, sehr gut gefällt. So, erstmal immer in die gegengesetzte Richtung gehen. Ja, das dachte ich mir nämlich beinahe. Unten liegt doch was. Ja. Immer schön die Umgebung im Auge behalten. Kann man nämlich immer was lernen. Oh, oh. Hast du mich gesehen? Du Scheiße, du hast mich gesehen. Das ist schlecht. Bin ich schon wieder... Ah, ich bin verschwunden. Ich bin weg, du siehst mich nicht mehr. Nein, doch, du siehst mich noch. Stirb!
Tot. So, gut. Haben wir das auch geklärt. So, ach, da komme ich jetzt nicht wieder hoch. Das ist schlecht. Gibt es da irgendwo einen Holzbalken? Ach, das habe ich wieder dumm gemacht. Naja, egal. Gut, wir gehen hier weiter. Am Ende war das sogar richtig. Was ist hier? Eine Schaufel! Na, das ist doch gut. Schaufeln sind immer gut. Und jetzt ist sie umgefallen, die Schaufel. Ach, die Source Engine, na? Toll. Mit der ganzen Physik. Wo, wisst ihr übrigens, aus was die Source... Also die Source Engine ist ja aus einer anderen Engine hervorgegangen. Wisst ihr aus welcher? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Mana-Trank brauche ich nicht. What the fuck? Ist das richtig, was ich hier tue? Oh Gott. Ich glaube, das ist alles nicht richtig, was ich hier tue. What the fuck? What the fuck? Wo soll ich hin? Oh mein Gott. Ist das widerlich? Oh, ich bin gerade starr vor Angst. Ihr wisst gar nicht, wie ich gerade starr vor Angst bin. Nimm das! Elender Lindwurm. Okay, dem Wurm entkommen. Zwei Würmer. Sofort. Oh Gott im Himmel. Nein. Ich wusste doch, irgendwas eklig Großes gibt's hier. Das ist ja widerwärtig. Ist der immer noch da draußen? Nein. Doch, er ist immer noch da. Nein, er ist weg. Ist er immer noch da? Nein, er ist weg. Er ist immer noch da. Nein, er ist weg. Super. Spitzenmäßig. Richtig gut. Alter, ist das widerlich. Habt ihr das gesehen? Aber ich war gerade starr vor Angst. Eklige Würmer. Es ist so bitter. Ich hasse Würmer. Würmer sind so auch so. Also alles sowas so wie... So. Er kommt doch gleich wieder. Ich bin doch jetzt nicht... Das könnt ihr mir doch nicht erzählen! Oh Gott, ich muss hier wirklich gegen ihn kämpfen. Weg. Okay. Okay, alles klar. Sehr, sehr gut. Wie soll man denn den schaffen, bitteschön? Ach Gott. Ey, ohne Spaß. Scheiße. Scheißendreck. Okay. Ah, okay, aber wir werden da hingesetzt. Sehr gut. Okay, vielleicht dann doch den Bogen? Oh, Mist, getroffen. Aua! Oh, der stirbt doch davon nicht. Ich hab zwar unendlich. Ich kann auch hier. Oh, haben sie mir noch ein Gegengift getan. Wie nett von ihnen. Der stirbt doch nicht von so ein bisschen. Ich muss doch hier irgendwas zum Einstürzen bringen, oder? Das kann es doch nicht sein. Ich komme doch hier nicht an dem... Ich komme doch nicht an dem vorbei. Oder komme ich an dem vorbei, wenn er sein komischer... Okay, doch. Okay, alles klar. Was machst du jetzt? Au. Au. Okay, alles klar. Ich komme also an ihm vorbei. Gut, diese Sache war es aber nicht. Ha! Würmer. Ey, da habe ich gar nicht mehr Erinnerung, dass es den hier gibt. Aua. Das war dumm. Ah, hier vielleicht. Vielleicht diese Strecke hier nehmen. Au. Okay, du bist da draußen. Kommst du, steckst du deinen Kopf hier rein?
Okay, du machst hier deinen komischen Atem. Gut, geht's dann hier weiter? Oh, Mensch, du blöder Wurm! Das gibt's ja gar nicht. Au, 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 au. Oh Gott, hier ist Ende. Hier ist Sackgasse. Da komme ich gar nicht mehr hin. Runter irgendwo? Nein, gut, okay. Alles klar. Warum kann ich den ja nicht kaputt machen? Moment. Ist das Holz? Kann ich da meinen komischen... Okay, raus aus dem Weg. Aua! Och Mensch! Das ist ja... Scheiß schwer. 20 Minuten später. Leck mich am Arsch! Das ist doch richtig kacke. Oh, Sarek! Das ist doch nur eine Kiste! Über die kannst du doch mal wohl drüber springen! Eine Stunde später. Ja, ganz geil! Super gekickt, Sarek! Kick it like Sarek! Sag mal! What the fuck, ey? Eine Ewigkeit später. Greifst du mich jetzt an? Okay. Yeah! Bitch! Warum ist der so schnell? Das ist doch kacke. Ja, super! Ja, herzlichen! Irgendwann später. Eben hat er mich doch nicht angegriffen. Komm, komm hier. Okay, bin ich hier erstmal sicher? Na danke, jetzt hast du hier die Brücke kaputt gemacht. Oh, oh. Da musste ich sogar gar nicht lang. Oh, okay, okay, alles klar. Okay, hier bin ich relativ sicher. Sehr, sehr gut. Gut, das heißt... Oh, ich bin relativ sicher, habe ich gesagt. Ja. Okay, wir müssen uns erstmal... gut, hier können wir erstmal speichern, weil hier kommt jetzt gerade nichts. Ja, hier kommt er nämlich gerade nicht hin. Hier kommst du nicht hin, du blödes Vieh. So, ja, okay, du... Genau, dein Dings, und dann machst du das, und dann machst du das, okay, und dann mache ich mal hier. Und hopp! Oh, what the fuck? Okay, das war wohl gewollt. S.A. Alter Verwalter, das war gewollt, dass ich da reinfalle. Okay, liebe Freunde, ja, geschafft. 3 Fertigkeitspunkte geholt. Das war doch total einfach, wie wir das gemacht haben. Dieser blöde, habt ihr, Wurm, ist das eklig? Warum gibt's hier so eklige Würmer? Ist das Verstohlenheit? Ja. Oh, das ist praktisch unsichtbar werden, das ist auch nicht schlecht. Aber so Stärke ist richtig gut. Stärke ist gut und habe ich Zähigkeit irgendwie noch? Zähigkeit ist das hier, ne? Das ist auch nicht schlecht. Giftwiderstand. Ah, auch nicht verkehrt. Gott, am besten, ich könnte hier alles ausbauen, außer Zauberei. Das braucht kein Mensch. Zauberei braucht kein Mensch. Egal, liebe Freunde. Wir machen weiter im nächsten Teil. Ich speichere jetzt gleich mal. Speichern. Wir machen weiter im nächsten Teil, liebe Freunde. Dann geht es weiter. Ich hoffe, wir können diesen Wurm noch irgendwie besiegen. Ich brauche noch meine Genugtuung, um diesen Wurm auf die Fresse zu hauen. Da würde ich sagen, mich freuen, wenn ihr auch bei den nächsten Videos mit dabei seid. Dann wieder mit Darkness Side of Might and Magic. Auch Dark Souls kommt wieder. Und irgendwann hier auch wieder die anderen Rubriken. Jetzt nach dieser Zwangspause. Vielleicht habe ich da ein bisschen ja schon was in Vorbereitung für euch. Wer weiß. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin sage ich Tschüss und macht's gut.